kleiner Bruder Schorsch. Das ist mein Peppa Wutz. Das ist Papa Wutz. Und das ist Mama Wutz. Wutz, Peppa Wutz. Lines Löffel kommt zum Spielen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem... Linus Löffel. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch, Linus Löffel ist da. Schorschi. Linus. Sausia. 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 Bitte, Linus. Ich komme dich abholen. Schorsch und Mars sind beste Freunde. Was ist das denn? Wie siehst du denn? Spielt doch bitte was ohne Titten. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb Titten. Mari baut aus den Holzbäumchen einen Vulkan. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Dschungel. Sausia. Und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Nein, das hältst du nicht Schnauze! Du Oberticker! Ich sag Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Und es wird sich ja nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie sie ist. Es wird sich ja kein bisschen ändern. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Jetzt gleich. Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locker am Apparat? Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Give me the money raus from the Kasse! Give me the money schnell raus! Hm? Ja, aber komm ganz schnell! Tschüss denn, Luzi! Ich komme dann... Schnell, Luzi! Später, um dich abzuholen! Schorsch, Linus, Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt... Es bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr. Es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Dr. Hamster. Die geht mir so auf den Sack mit ihrem Hamburgerisch, Alter. Dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Was hat die Eidechse denn für eine Krankheit? Die scheint verkehrt herumzuliegen. Ich dreh sie mal um. Was ist denn dumme Scheiße eigentlich? Liegt verkehrt rum. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalich aus. Ja, Frau Doktor. Er muss auch ins Bett. Sofort. Sausia. Sausia. Bitte Ruhe jetzt. Hier ist ein Krankenhaus. Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie es ist. Es wird hier kein bisschen ändern. Ich bin kleiner Bruder Peppa Wutz. Das ist mein Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Wutz. Papa hängt sich auf. Mama und Papa Wutz haben ein neues Bild von Mama und Papa Wutz. Seht mal, das schöne Bild sollten wir an die Wand hängen. Das mache ich schon. Ich bin der Heimwerker-Experte hier im Haus. 2 seconds later. Nach Behördenangaben wurden bislang mehr als 1000 Häuser zerstört und Millionen Hektar Land vernichtet. Also, bis später. Und macht bitte keine Sauerei. Sauerei? Wiedersehen. 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 Mach die Wand kaputt, Papa. Jetzt brauche ich einen Nagel. Und einen Hammer? Trete zurück, Kinder. Jetzt seht ihr einen Handwerker in Aktion. Papa Wutz will jetzt den Nagel in die Wand schlagen. Mach die Wand kaputt, Papa. Sei albern, Peppa.
nicht. Kinderleicht. Oh, so war das gedacht. Papa Wutz hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa! Jetzt ist die Wand kaputt. Ach was, die paar Risse. Da hängt das Bild drüber. So. Ich sehe die Risse immer noch, Papa. Ja. Ich werde den Nagel rausziehen und die Risse zuspachteln. Mach keine Sauerei, Papa. 2 seconds later. Gleich habe ich ihn. Oh! Oh, Papa! Meinst du, dass Mama was merkt? Ja, das wäre gut möglich.